Zerschlagungsresistent, könnte ich sie noch machen. Ja, dann ist das eine ziemlich gute Rüstung eigentlich. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Hat nur eins weniger Schadensreduktion. Warum das? Du bist doch nur gut. Du hast nur 12 Schadensreduktion. Achso, Gewandtheit wahrscheinlich. Und du hast eigentlich Schadensreduktion von 13. Ich könnte dich fast schon Durins geben. Aber nee, da sinkt seine Concentration. So, Sagani, gucken wir mal. Ja. Würde passen. Weil das hat nur 7 Rüstungsklasse, ist gut und so weiter. So, und jetzt zu Edda mit dem Goldschild. Ist sogar schon hervorragend. 12 Schildabwehr. Gibt Winterwind, 3 pro Ruhephase. Und Schlag. Ja, warum nicht? Auch wenn es ein bisschen klein und popelig aussieht. Aber okay. Und Alof. Achso, das kannst du gerade nicht in dein Dings packen. Aber wir könnten mal die Anfängerzauberbücher wegpacken. Die brauchst du nicht mehr. Die eigentlich auch nicht. So. Okay, damit dürfte alles geregelt sein. Hail, Traveler. Hast du noch was zum Anbieten? Campfeuer, Campingbedarf. Und der Rest ist super wertlos. Brecheisen. Nee. Right. Der Plan ist jetzt Kopfgeldjägeraufträge, die 3 Stück, dass wir das auch mal abgeschlossen haben. Dann werden wir wahrscheinlich nach Zwillingsulmen gehen. Da uns dort ein bisschen umsehen. Mich schlaucht immer noch diese eine Ruine in der Sturmwallschlucht. Vielleicht werde ich da auch mal kurz vorbeischauen nochmal. Oh, jetzt hast du einen Löwengefährten. Werde ich da auch nochmal vorbeischauen, weil das wurmt mich irgendwie ein bisschen, dass ich das Rätsel dort nicht lösen kann. Oh, ich sollte mal kurz rasten. Einmal für Macht. Macht. Du bist im Halsschlaf, als sich eine Flut von ohrenbetäubendem Flüstern überrollt und deine Sinne angreift. Das Ich-Gefühl deines Verstandes. Das Ich-Gefühl deines Verstandes. Ihr Brüllen wird mit jeder Nacht lauter, ihre Angriffe kühner, weniger auf dein Unterbewusstsein beschränkt. Eine vertraute Stimme kämpft sich durch das Gewirr und ruft nach dir. Hey! Hey! You gotta stop it with that. Just about punched you to snap you out of it. You're saying things, but they weren't any words I ever heard. You were shaking so hard I thought you'd crack your spine. Hehe, Edda rollt die Augen erleichtert, als du ihn anblickst. Er schüttelt den Kopf. Du musst damit aufhören. Ich habe dich halb verprügelt, um dich aufzuwecken. Du hast geredet, aber nicht den Worten, die ich hier gehört habe. Und du hast so stark gezittert und gezuckt, dass ich dachte, du würdest dir das Rückgrat brechen. Was ist aus dem Eimer mit kaltem Wasser geworden? Es ist nicht besser geworden. Vielleicht verliere ich den Verstand. Was würde ich einen Freund tun, der mich verprügelt? Schlussendlich will ich darüber sprechen. Was ist aus dem Eimer kaltem Wasser geworden? Edda zuckt mit den Schultern und blickt weg. Er kann sein Lächeln nicht verbergen. Was würde ich nur ohne einen Freund tun, der mich verprügelt? Edda hebt deine Augenbrauen. Ich vergesse immer, dass der den Rest auch noch sagt. Edda hebt die Augenbrauen. Schön, wenn man gebraucht wird. Ich hätte dich ja früher aufgeweckt, aber ich dachte, es wäre gut, wenn du ein wenig die Augen schließen kannst. Ohne Schlaf hält niemand lange durch.
You're twitchy these days. Reminds me of Meyerwald more than I'd like. Anything I can do, you just let me know. We're close on this one. Hang on a little longer. We'll get you fixed up. Du bist zur Zeit sehr unruhig. Das erinnert mich an Meerwald, mehr als mir lieb ist. Wenn ich etwas tun kann, sag es mir einfach. Es fehlt nicht viel mehr. Halte noch eine Weile durch. Wir kriegen dich wieder hin. Ja. Hoffen wir das mal. Wir haben es 2 Uhr nachts. Das ist aber schon schön, was wir aus der Festung hier bis jetzt gemacht haben. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nur noch die beiden Gebäude und die Mauern. Und dann ist das, ist die Festung fertig. So, also Magrans Gabelung, dann der Kompass. Ich würde eigentlich gerne nochmal nach Zeeland Listel reisen und versuchen, das Ding auszuschalten. Aber ich glaube, wir müssen uns erstmal mit den anderen Sachen zufrieden geben. Die Dummen. So, laden wir mal. Wir sind jetzt, glaube ich, 2 oder sogar 3 Stufen stärker geworden, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Jedenfalls können Alof und Durenz jetzt ein bisschen besser ballern. Hier drin waren wir auch noch lang nicht mehr. Kreuzgrebellen dürften ja da nicht mehr eingenistet sein. Nebenbei, wir können ja auch mal gucken, wie sich der gute Kolz so macht in der letzten Zeit. Und ja, ich weiß, das ist eigentlich unnötig Zeit verschwendet, aber... Oh, Giacco? Wer bist denn du? Giacco scheint sich seit seiner Befreiung aus dem Kerker gut erholt zu haben, obwohl noch ein paar verblassene blaue Flecken übrig sind. Es ist gut, dich wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob ich dir jemals gebührend für deine Hilfe danken kann. Angesichts all der Wölfe war es ein bisschen aufregender als gedacht, hierher zu gelangen. Kreuzk und die anderen aber haben mir geholfen. Ich werde bald genug wieder mitten im Getümmel sein. Er lächelt strahlend. Vielleicht kann ich mich dann revanchieren. Was ist das für ein Ort? Irgendwann hat dort mal jemand gelebt. Heutzutage treffen wir uns manchmal da. Kreuzk sagt, der Ort war verlassen, als sie ihn fanden. So geheim ist das dann doch nicht, oder? Aber ich vermute, es ist weit genug von der Festung entfernt. Okay, der Kumpel, der ist hier untergekommen einfach. Dann lassen wir ihn mal und kümmern uns jetzt um den Verbrecher hier. Unten müsste der gewesen sein. Ja, hier unterhalb der Adra-Festigung. So, schleichen wir mal. Ein bisschen. Uns vorsichtig an. What? Ja. Ja. Durenz kann ja leider nicht außerhalb vom Kampf die guten Zauber machen. So, einmal Quicksave. Hi? Er kann aber einen Feuerball einfach da reinwerfen. So, und dann enttarnen wir mal alle. Und es geht los. Durenz, du machst Segnung. So. Alle hauen ordentlich rein. Das heißt, nein, falsche Geschosse. Die Geschosse hätte ich gerne. Oh, der da hinten will Stunk machen.
Geächteter Zauberer, den hauen wir mal weg. Au, genau deswegen nämlich. Na los, Zauber. Hallo. Und weg ist er. Gut, Durrens. Mach den hier mal. Oh, unsere Tierchen sind schon ausgeschalten. Dann brauchen wir nochmal den Zauber hier. Und du kannst dann auch ganz normal draufballern. Das dürfte dann reichen. Obwohl, mach mal die ganz einfachen Geschosse auf den da hinten. So. Ha! Perfekt, auch wenn Palegina ein bisschen angeschlagen aussieht. So. Dann plündern wir mal schön. Jungdrachenglocke, was bist du denn? Du siehst aus wie ein Panzerbrecher. Cool. Also erstmal haben wir hier Trank des Geistesschildes. Dann hätten wir hier Trank der schwachen Regeneration. Den Kopf. Geld, Geld. Goldduck. So. Der Rest kann auch alles da rein. Ja. Oh, hier ist noch mehr. Adolf, ein Buch für dich. Silberlusken. Zweimal Alk für dich. Oh, den Alk können wir auch noch benutzen. Und das kann weg. Ein durchschnittliches Abenteuer. Da setzen wir doch mal Kanna drauf an. Bonus auf geringe Reputation. Kupferstücke im Schatz. Naja, setzen wir Kanna mal drauf an. Auch wenn das scheinbar kein Geld gibt. Keine Erfahrung gibt. So, okay. Erste Station wäre erledigt. Dann reisen wir von hier aus gleich mal nach Süden, nach Anlox Kompass. Oder Aslox Kompass. Werden wir gleich sehen. Anlox Kompass, genau. Weil vor Ogern fürchten wir uns mittlerweile auch nicht mehr. Wir haben da unten ja Dutzende von Ogern verdroschen und zur Not übernehmen wir einfach mal ein, zwei Stück mit Alof. Deine Sicherheit sollte berichten, dass Banditen die Festung in 3 Tagen angreifen werden. Eine Bande von Banditen wurde in der Nähe der Wälder von Khet Nuwa gesehen. Sie werden bald angreifen. Okay. Gut, wo könnte sich dieser Oger verstecken? Wahrscheinlich da drüben in dem ehemaligen Saurit-Lager. Wir sollten vorsichtig gehen. Die Hütten sehen jedenfalls groß genug aus, dass hier ein Oger leben könnte. Aber hier ist keiner. Und hier müssen wir doch hin für den Oger, oder? Kriegszeugling Iklak. Ach nee, das war Talholz. Nalrend der Weise. Der Ogerschamai namens Reilend der Weise versteckt sich irgendwo in Ulmenküste. Ulmenküste müsste das hier doch sein, oder? Weil das da unten ist, das Perlholz-Steilufer. Oder hat er sich direkt beim Kompass versteckt? Oder in der Höhle dort? Das könnte natürlich auch sein. Und eigentlich sollte Alof nicht vorgehen. Also nein, hier scheint er nicht zu sein. Und da
Das ist ja weniger ein Kompass, sondern vielmehr eine Sonnenuhr. Also die größte Sonnenuhr der Welt wahrscheinlich.